Oh yeah. Hey ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zur zweiten Folge Last Team Standing. Mit dabei ist heute wieder Goldblock TV, der Lukas. Hallo. Und ich connecte auf den Server und es sind drei Leute oben. Und das ist der David, der Sausebraus und der Lava sagt, ups, ich muss noch in die Aufnahme kommen. Wir schreiben, Moment Leute, ihr seht hier gerade das schwarzen Screen. Skype, hier. Hashtag, Aufnahme 2 statt rot. Yeah. Nein, ich hab auf Versehen die Elder Scrolls gestartet. Okay Leute, so, jetzt geht's weiter. Es ist Nacht. Das bedeutet, wir könnten boah, eigentlich meinen gehen. Ich glaube, wir haben genügend. Ich bekomme einen Herzinfarkt hier. Ich habe hier Fackeln. Da darf man nicht lange rumfackeln und einfach fackeln. Genau, es ist jetzt einfach Fackeln. Und die sind ja jetzt schon bei. Im Moment, ist PvP schon an? Wenn ja, dann müssen wir die Fackeln draußen auf. Okay. Das ab bedeutet, Dienstag am Morgen, heute ist bei uns okay, Montag. Leute. Hey, ich habe Eisen gefunden. Ab morgen. Yeah. Ja. Schon. Und vier Eisen sogar. Wir haben schon Eisen. Yeah. Und ich höre Lava. Okay. Nein, es sind nur drei Eisen. Egal. Eins finde ich noch. Oh, es ist ja so, Leute, falls die Leute jetzt denken, bla bla bla, ist das jetzt so Varo? Wie bei Varo, dass die Leute immer gemeinsam aufnehmen? Nein, so ist es nicht. Es ist ungefähr, man kann es vergleichen. Jeder hat dann sein eigenes Haus. Leute können natürlich auch alleine aufnehmen, alleine farmen. Aber am Anfang ist es natürlich schlauer, wenn man zusammen aufnimmt und hier irgendwie zusammen versucht, schnell was zu erreichen. Genau. Das geht dann ein bisschen schneller. Meistens zumindest. Ich habe schon 8 Eisen. Und Brustpanzer. Ja. Ich hab zwar nicht 8 Eisen, aber 8 Kohle. Entschuldigung, der muss es sein. Komm, Lava, geh weg. Sonst brenne ich. Naja, aber wenn ich 8 Hoden hätte, dann müsste ich mir echt Gedanken machen. Dann wärst du important. Oh Gott, ich würde jetzt gerne rausgehen und ein bisschen was zu essen holen, aber... Ich bin hier in der Höhle, hab gerade das ganze Eisen gefahren, das hier drin gelegen ist. Irgendwie ist ja das Licht so verpackt bei dem Texture-Pack hier. Ein bisschen lag's gerade bei mir, aber ich weiß nicht warum. Ich wollte eigentlich einen Shader reinpacken und jetzt spiele ich auf Versehen auf der Optifine-Version. Oh nein. Ja, Leute, ihr könnt in die Kommentare schreiben, wollt ihr mit Shader, dass ich mit Shader spiele? Denn das ist ja auch immer so PvP-mäßig ist das nicht so gut, wenn man ja mit Shader spielt. Nein, spielt ja auch mit Shader. Kommt aber auch drauf an, was für einen PC man hat. Ich spiele beispielsweise und, ohne Shader. Auch unter anderem aus dem Grund, weil mein PC ist nicht ganz so packt, aber ich mag es auch nicht besonders mit Shader, ich weiß nicht. Da ich ja mehr PvP spiele. Oh mein Gott. Erst jetzt haben wir's. Ja, ich spiele eigentlich fast auch nur PvP, ich bin jetzt auch nicht mehr so gut. Okay. Okay, ich gehe in unsere Basis und mach mir hier einen sexy Ofen. Pfeile wären schön. Zack. Was bedeutet das? Man hat automatisch einen. Ich mache mir jetzt erstmal. Ich bin ja gerade so ein bisschen am Schnetzeln. Hey, das ist ein Schwein! Yeah, Schwein! Schwein gehabt. Hallo, wer ist in der Küche? ich nehme gerade auf. Nur zur Info, wer auch immer das hier gerade ist. Mit Facecam, mal oder? Gucken, ob die Kisten hier ich auch. Nicht. Ja, ich zeige mich nicht so schnell. Ich die bin Kisten, so riesig. Die Kisten. Oh Mann. Die. Durch. Aber pass auf, sonst sieht man dich. Also geh nicht zu nahe her. Das ist nicht lustig, wenn du die ganze Zeit Hände in die Facecam steckst. Mein kleiner Bruder sitzt hier gerade hier. Mit dem habe ich ja auch schon öfters mal aufgenommen. Also müsstet ihr das wissen. Yeah. Ja. Wenn man das Fleisch hier brät, was kommt dann raus? Oder halt bratet, ist ja auch egal. Kommt gar nichts raus, das funktioniert nicht. Das heißt, ich esse es jetzt. Meinst du Zombiefleisch? Ja, das kann man nicht braten. Ja. Es ist nur bei Hexit, dass Leder rauskommt. Oh Mann. Ah, okay. Oh mein Gott. Gucken, das Bett. Nein! Na, wie geht's dir so?
Ich werde gerade verfolgt von ein paar Zombies und Skeletten und so. Ja, ja. Das ist so ein schönes Bett, wow. Ich will mich da reinlegen. Ich möchte jetzt auch ein bisschen auf Zombiejagd gehen. Hallo. Wo sind wir denn? Wo sind sie denn? Ja, da unten. Geile Anweisung, oder? Da unten. Was hast du gesagt, Michi? Du hast keine Rüstung. Nee, das ist die zweite Folge. Da habe ich noch keine Rüstung. Ich habe hier Eisenschwerter für uns. Oh nein, ich... Okay, da sind auf jeden Fall einiges an Tiere. Kannst du die killen? Oh, der hat einfach mal ein Eisen gedroppt, der Zombie. Ja, ich kill sie, ja. Wow! Wow! Hä, und teilweise... Ist das hier gerade ein bisschen scheiße? Ja, okay, jetzt habe ich wieder Pfeile bekommen. Und dann schnell was essen. Ja, du ich kann auch Pfeile sprengen und ich regeneriere. Kannst du mir dein Fleisch geben? Wo bist du? Oh, da. Ich sehe dich. Ich kill hier einiges Creeper. An. Die an Schweine gerade. Irgendwie nichts, finde ich schade. Super. Kannst du die. Ich kill die Kuh. Ich habe schon ein Eisenschwert. Ich kann die auch gleich eins machen. Ich kill das Schwein. Kannst du mir das Fleisch geben? Gib mir das Fleisch. Das Problem ist nämlich, auf dem Server kann man nämlich nicht auf die Öfen von den anderen Leuten zugreifen. Hast du noch mehr Fleisch? Ja. Yeah. Ja. Dankeschön. Ich gehe das gleich mal braten. Wieso hat er so eine coole Maske? Er hat keine Maske auf. Hey, du hast. Nee, er hat einen Lederhelm auf. Normalerweise habe ich nur eine Nase und zwei Ohren. Als Second Layer. So, komm mal her. So, habe ich genügend Kohle? Ich habe auch eine Kohle. Ich bin hier. Ah, da. Okay, Moment. Ich komme. Hier, in der... Ich bin schon da. In das Hohle. Warte mal. Ich möchte ein Haushuhn haben. Und Trapp. Oh, ne. Schade. Ne, das brauchst du mir nicht geben. Das kannst du gerne haben. Ich habe genügend. Aber okay. Ich habe 6 Eisen. Ich mache den Eisen. Oh, geil. Also... Mein Ziel für die nächsten 2 Tage ist auf jeden Fall. Michi, kannst du aufhören, immer so eine Scheiße reinzureden? Ah, man hört nichts in der Aufnahme momentan. Guck, da. Oh, okay. Ich weiß nicht, lassen wir uns gleich hier nieder oder gehen wir noch woanders hin? Ich glaube, ich gehe noch weiter weg, aber jetzt glaube ich hier wie von hast du Anfang. Das gewechselt? Was? Ja, dass jetzt das Eisenschwert da ist. Einfach hier auf die 1 drücken. Oder auf die 2 genau. Und dann wechselt sich das. Wenn im Game Mode ist, kann man, wenn man mit der mittleren Maustaste, wenn man die, hey Mann, ich will da reinlegen. Kann man dann direkt den Block nehmen. Minecraft für Anfänger hier. Da unten war. Da unten war in der letzten Folge Lava. Ich habe mir eine Eisspitze übrigens gemacht. Falls wir, keine Ahnung, irgendwas finden. Okay. Diamanten oder so. Auf jeden Fall möchte ich hier eigentlich. Moment, ich bräuchte noch ein Eisen, dann könnte ich. Ich habe ein Eisen. Wassereimer holen, damit ich. Oh, da ist noch Eisen. Könntest du mir vielleicht ein Eisen geben? Denn dann kann ich Wasser holen und dann können wir Dings anpflanzen. Seeds okay. Für Brote und so. Moment, ich grabe nur hier schnell mal kurz runter. Ich komme mal schnell zu dir. Ja, ich bin hier in der Höhle drin, aber die ist schon, glaube ich, ziemlich leer. Jetzt, also ich habe alles gefunden. Ist nicht mehr, ein bisschen Kohle ist ja noch, aber die brauchen wir jetzt momentan nicht besonders dringend. Pass auf da! Spaß. Also. Hier Eisen. Also, dann Eisen. Gibst du mir bitte ein dahin. Eisen. Hast du auch schon Eisen gefunden? Ah, hier. Nee, ich habe nur ein Eisen gedroppt von dem Zombie da. Also mehr Eisen, wie das hab. Ich weiß zwar nicht, warum ein Zombie ein Eisenstück droppt, aber egal. Die droppen auch manchmal Karotten und Kartoffeln. Aber das ist eine Wahrscheinlichkeit, dass er Eisen droppt, ist glaube ich die Wahrscheinlichkeit 5% oder so. Nicht mal. Also die Höhle hier haben wir erforscht, aber hier wird auch nicht mehr spawnen, denn hier sind die überall Fackeln. Und ich habe 2 Schießpulver, also zweimal Schwarzpulver. Und 7 Level XP. Zeigst du eigentlich in deiner Aufnahme die Koordinaten? Aber ist ja momentan auch nicht wichtig. Gut. Oh nee, ich brauche ja 3 ich Eisen. Mach gerade noch ein Eisen. Ach so, okay. Zum Glück. Weil dann kann ich mir ein Wassereimer holen, dann haben wir für immer und immer und immer Essen. Naja, dauert halt ein bisschen. Also die hätte das wenigstens so machen können, dass andere Leute in der Stadt drauf zugreifen können, aber gut, dann ist es halt alles protected. Das ist auch nicht besonders viel Arbeit, das Ganze. Mann, hier regnet. Aber ich habe 2. Ja, hier. Es regnet.
Ich werde nass. Ich bin oh mein hier, Gott, ich muss mal rein. Zwei Chunks weiter und jetzt regnet. Regnet es bei uns zu Hause auch? Ja, bei mir. Ja, bei uns regnet auch. So. Ich guck einfach mal, vielleicht haben wir ja irgendwo noch Eisen übersehen. Ich glaube nicht. So. Ich bin da sehr gründlich beim Farmen. Ja, ja. Wenn ich da noch was sehe. Bei meiner Mutter war das immer. Bei meiner Mutter war das immer so. Ich habe immer überall geguckt. Sie so, ja, guck danach, da ist es. Ich guck überall, ich sehe es nicht und such da stundenlang. Sie guckt einmal und hat sofort. Also. Aber wir haben ein Problem. Das verstehe ich einfach nicht. Hm. Ist dir das schon mal. Nein, hey, Moment, ich hab. Nein, hier ist nichts. Hier ist eine Kohle. Mann, das ist langweilig. Ich brauche keine Kohle. Ich will eine Höhle finden. Okay, hier sind Berge. Moment, ich komme gleich zurück, denn wir müssen gleich schon wieder die Folge beenden. Oh nein, ich möchte zur Folge kaum glauben. Nicht beenden. Also, warte, ich schreibe dir noch in die Comfy. Ich möchte nämlich rote Namen haben. Schon so weiße Namen geredet. Gefällt mir nicht so. Besprochen. Okay. Geredet. Okay. Deutsch. So, ich versuche noch ganz kurz mein Glück vielleicht. Ich habe einfach gefunden, wie ich es gesagt habe. Ja, 2, 3, 4. Lol, was du Eisen findest. 6. Spawnt das noch manchmal, kann das sein? Ja. 5 habe ich. 6. Okay. Da habe ich noch eins übersehen. So. Das schmelze ich jetzt noch ganz schnell und ich dann. Jetzt auch Leute, schnell zurück. Dann. Möchte ich noch ganz schnell ich das Feld anpflanzen, bevor ich die Folge ich beende. Nur Spaß-Samen auf. Ich habe auch 12 Samen. Ich habe 12 Samen und damit mache ich kleine und Kinder. Ich esse sie. Also, noch schnell ins Deck reinpfeifen. Ah, Mann, hat nicht gereicht. Egal. Ich habe noch ein Eisen für dich, falls du noch eins brauchst, aber ich glaube nicht mehr. Okay. Nee, ich brauche jetzt keins mehr. Ich packe hier einfach das Eisen rein. Dann hole ich mir da unten noch ganz schnell Wasser. Ich. In der Zwischenzeit, wo es brät. Brät. Ja, es brät. Sag mal, ja. Brät. Manchmal, da komme ich einfach mit der Grammatik. Ah, da, nicht klar. Okay, du hast einfach ein bisschen gestrippt, meinst du? Okay. Nein, du hast hier. Oh Gott. So. Mein Gott. Nein, da kommt dann unser Feld hin. Ach so. Da kommt unser Feld hin. Ich habe ihn nicht gestrippt. Der? Nee, ja. Spaß. Okay. Also, unten ist Gravel. Zack. Zack. Aber das baue ich das nächste Mal ab. Dann kann ich mich schon mal ein paar Pfeile machen. Ich habe nämlich 5 Federn. Und das 5 Federn kann man 5. Eine Frage: Ist die Tür. Also, die Tür ist die eigentlich auch gelockt? Nein, ich glaube nicht, was ich weiß. Aber ich möchte mich hier ehrlich gesagt noch nicht unbedingt niederlassen. Also ich möchte hier gerade ein bisschen farmen eventuell. Und dann auch schon wieder hier abhauen und dann etwas in diese Richtung laufen. Denn da sind nämlich ein paar schöne Berge. Ich glaube, wir können sogar schon in der nächsten Folge wieder abhauen. Aber das Problem ist, dass wir es wieder... Also heute ist Montag. Wir nehmen diese Folgen hier gerade am Montag auf. Und das Problem ist nur, dass wir erst wieder am Dienstag, also wenn ihr die erste Folge von dem Projekt hier seht, dann können wir es wieder aufnehmen. Und ja... Das dauert dann. Das ist scheiße. Ich setze hier das Wasser und dann würde ich sagen, beenden wir auch gleich. So, ich logge mich jetzt aus. Und ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und so weiter. Ihr wisst schon. Auch ich bedanke mich fürs Zusehen. Die positive Bewertung da lassen, wenn es euch gefällt. Bumstory ist unten in der Beschreibung, genauso wie alle anderen Teilnehmer im Projekt. Ich glaube, wir sind 4 Leute in einer Stadt. Ja, 4 Leute in einer Stadt. Und ja. Viele Leute in einer Stadt. Wenn ihr Vorschläge hättet, worüber wir reden könnten oder was wir machen könnten oder Crafting-Tipps, einfach unten in die Kommentare schreiben. Auch konstruktive Kritik, bin ich voll dabei. Ich verändere mich immer wieder gerne. Und ja, ich möchte jetzt nicht mehr weiterreden. Deshalb bedanke ich mich jetzt fürs Zusehen. Haut rein, macht's gut und ciao. Ciao.